Ich zeige hier ein paar Cursor-Effekte, die man mit Camtasia machen kann. Normalerweise, wenn ich mit der Maus herumfliege, dann sehe ich auf meinem Bildschirm jetzt nur genau diesen kleinen Pfeil. Ich mache es nun nochmals. Ich trenne den Clip und ich gehe hier bei Cursor-Effekte zuerst auf den Pfeil. Und stelle hier Folgendes ein bei Hervorheben, Farbe gelb, das ist okay. Die Deckkraft 75%, das dünkt mich immer ein bisschen heftig, das verdeckt alles darunter. Das ändere ich hier auf 50% und die Größe 50 Pixel, das scheint mir auch zu groß, das ändere ich meistens auf 20 Pixel. Wenn ich jetzt mit der Maus auf meinem Bildschirm herumfahre, dann sehen Sie diesen Kreis, ich zwar hier beim Erzeugen noch nicht. Dann gehen wir zum Linksklick. Ich trage hier diese Eigenschaft unten auf den Clip und hier rechts steuere ich die Eigenschaft des Linksklicks. Hier steht Deckkraft 100, es ist rot, Größe 50, das lasse ich so, das geht. Und zum Schluss wechsle ich noch zum Rechtsklick. Ich trage auch diese Eigenschaft unten auf den Clip und steuere hier oben rechts, wie denn der Rechtsklick aussehen soll. Hier ist standardmäßig Farbe gelb, Deckkraft 100, Größe 50, das lasse ich eigentlich auch immer so. Und wenn ich jetzt einen Linksklick mache, dann erscheinen diese roten Ringe oder hier und noch einmal. Und wenn ich einen Rechtsklick mache, dann erscheinen gelbe Ringe hier oder hier oder hier. Zum Schluss noch, wenn ich mit der Maus herumfahre, und das geschieht ja immer so ungefähr, dann ist es manchmal unangenehm, vor allem wenn man ein bisschen zappelig unterwegs ist. Da gibt es eine Möglichkeit, aber zuerst muss ich jetzt den Clip trennen, denn diese Möglichkeit, diese Eigenschaft wirkt sich immer aus auf den ganzen Clip. Also trenne ich hier den Clip und jetzt übertrage ich die Eigenschaft Cursor ausgleichen. Also wenn ich jetzt hier mit der Maus herumfahre und klicke, ich mache das in ein paar unangenehmen Bewegungen, dann ist auf dem Bildschirm aber immer eine gerade Linie zu sehen. Das ist eventuell noch praktisch, aber mich dünkt es auch ein bisschen maschinell. Das war's.